Frau Münstermann, Frau Milborn sagte gerade Öl ins Feuer. Wie, ist das der Grund, warum Politik hier auch so zögerlich ist an dem Punkt? Man hat das Gefühl, keiner führt so richtig von vorne. Es gab heute, glaube ich, eine Titelseite der Hamburger Morgenpost. Kollegen hier in Hamburg, ist vorne Olaf Scholz drauf und oben drüber steht vermisst. Ja, das gefällt Herrn Merz und es war ja auch originell. Ja. Wir suchen ihn ja alle. Wir suchen ihn alle. Ja. Naja, es gibt ja noch eine geschäftsführende Kanzlerin, die im Amt ist, die von der CDU ist. Eigentlich auch noch mal die Bühne nutzen könnte, auch wenn sie nur noch anderthalb Wochen vielleicht im Amt ist, aber sagen könnte, liebe Leute, es tut uns leid, wir haben viel zu lange die einen in Sicherheit gewogen. Es gibt keine Impfpflicht. Jetzt sind wieder alle dran. Aber wir haben in Sachsen bald die Triage. Intensivpatienten werden durch Deutschland gekarrt. Man weiß es mittlerweile aus dem Umfeld, glaube ich, in München mit Baby, schwer krank. Es gibt keine Klinik mehr, die einen aufnimmt. Das kommt bei den Menschen an und auch bei denen, die sich haben impfen lassen und die alles richtig gemacht haben. Und diese Mittel zwischen die einen nicht verbrellen, die anderen dann mitnehmen wollen, das hat man lange probiert. Ich glaube, jetzt ist eine Zeit vom Winter vor Weihnachten, wo man eigentlich sagen müsste, wir machen auch noch mal einen Lockdown oder eine Art Lockdown. Aber die eine will nicht mehr reden, der andere kann noch nicht reden oder traut sich nicht vor der Vorlage. Also sehr schwierig. Und ich fand die Ministerpräsidentenkonferenz letzte Woche, da wurde zwar einiges beschlossen, aber so richtig in den Mund nehmen, dass die Situation so ist, dass man die Bevölkerung jetzt wieder auf irgendwas einschwören muss, ja, wollte dann doch keiner. So, das ist das eine. Und das andere ist diese katastrophale Kommunikation. Sie sagen, es ist absurd, dass ein Bundesgesundheitsminister als erster das Ende der epidemischen Lage verkündet. Übrigens flankiert von Friedrich Merz, der das gut fand. Na langsam, also jetzt müssen wir bitte bei den Fakten bleiben. Es hat keiner verkündet, sondern wir haben es beide im Herbst für möglich angesehen. Wir haben uns beide korrigiert in der letzten Woche. Und wir haben eine Gut, das ändert ja nichts daran, dass es erstmal. Na, wir haben die Lage so eingeschätzt, dass es möglich wäre. Wir haben gesehen, dass die Zahlen. Jens Spahn hat gesagt, aus meiner Sicht kann die epidemische Lage beendet werden. Sie zitieren ihn jetzt aus dem August, aus dem Heute-Journal. Wir haben in der letzten Woche eine Bundestags. Sie zitieren aus dem Oktober. Ja, ich glaube, 24. Oktober, war ich richtig auch der Meinung, dass das geht. Und Sie haben ihn unterstützt. Ich habe ungefähr zum selben Zeitpunkt gesagt, dass diese Epidemie. Was war denn das Problem? Worüber haben wir denn diskutiert? Ja, worüber haben wir wollten eine Möglichkeit zurückgeben in die Parlamente, Entscheidungen zu treffen und nicht mehr auf dem Verordnungswege Grundrechtseinschränkungen zu ermöglichen. So. Wir haben in der letzten Woche eine Bundestagsdiskussion gehabt. Und Frau Münstermann, wir haben ja auch etwas erlebt, was auch einigermaßen außergewöhnlich ist. Wir haben noch keine Regierung. Aber die Parlamentsmehrheit, die zukünftige Regierung stellen soll, hat das Verfahren an sich gezogen und hat gesagt, wir machen das jetzt selbst. So, und darüber hat es Streit gegeben im Bundestag. Doch, genau so war es dabei gewesen. Wir haben in der letzten Woche erlebt, dass diese Koalition, offensichtlich getrieben von der FDP, einen kompletten Systemwechsel in den Rechtsgrundlagen wollte. Den haben sie durchgesetzt. Herr Merz, den fanden Sie doch auch in Ordnung. Darf ich noch mal sagen? Sie haben jetzt dagegen gestimmt. Sie haben gegen Ihre eigene Aussage aus dem Oktober gestimmt. Also Jens Spahn und ich und einige andere haben gesagt, wir können jetzt in dieser prekären Lage das nicht tun, was wir im Oktober erhofft haben, dass wir nämlich diesen Systemwechsel machen können. Nichts anderes sage ich doch. Ja. Mir geht es nur um diese wirklich chaotische Kommunikation einerseits und das andere ist nicht führen wirklich von vorne. Ich meine, wer soll denn da noch durchblicken? Das gleiche Desaster haben wir jetzt wieder bei der Boosterimpfung. Ich meine, wie ist denn sowas zu erklären? Dass ein Bundesgesundheitsminister sagt, also wir hören einfach mal rein, sich innerhalb kürzester Zeit selber korrigieren muss, geht um die Frage BioNTech oder Moderna und seine Aussage ein weiteres Mal kassiert und sagt, da bin ich wahrscheinlich missverstanden worden. Das ist das Mindeste, was man sagen kann. Bitte schön. Ist der Eindruck entstanden, wir würden nur deshalb stärker auf den Impfstoff von Moderna setzen, um einen möglichen Verfall dieser Impfstoffe im ersten Quartal 2022 zu vermeiden. Das ist zwar ein wichtiger Aspekt, das will ich ausdrücklich sagen, ist natürlich auch ein Aspekt, aber es ist nicht der entscheidende. Entscheidend ist, dass sich unser BioNTech-Lager so schnell leert, dass wir ab der nächsten Woche vorübergehend nicht mehr als 2 bis 3 Millionen Dosen des BioNTech-Impfstoffs pro Woche zur Verfügung stellen können für die Versorgung. War da sehr zerknirscht, hat das auch noch mal erklärt, hat sich auch entschuldigt. Der O-Ton endet ein bisschen eher.
Aber trotzdem, was löst das aus bei den Leuten? Also erst kriegst du die Nachricht, pass auf, der Gouda, den du da im Kühlschrank hast, der läuft jetzt ab, deswegen lass uns den bitte zuerst essen. Dann korrigiert man sich wieder und sagt, nee, so war es gar nicht gemeint, weil eigentlich haben wir gar nichts mehr vom Emmentaler. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Und dann kommt die STIKO und sagt dir, Moderna, alles gut und schön, aber unter 30 empfehlen wir überhaupt keine Moderna-Impfung. Das heißt, da kannst du an dem Punkt auch mit Booster nicht mehr weitermachen. Was sollst du denn als Arzt und als Patient da noch glauben? Herr Merz lacht schon. Ich finde es ehrlich gesagt nur... Ja, in der Tat, das war ein bisschen unglücklich, so, also um es vorsichtig auszudrücken. Und letztendlich ist es ja so, dass man auch noch mal darauf hinweisen muss, dass beide Impfstoffe, also BioNTech und Moderna, ja, sehr gute Impfstoffe sind. Das zeigen auch die Daten, wie lange sie wirken mit ihrem Impfschutz, wie lange das anhält. Und es ist eben möglich für die Älteren auf jeden Fall auch mit Moderna dann diese Boosterimpfung zu bekommen. Es beißt sich auch überhaupt nicht mit anderen Impfstoffen, die vorher gemacht worden sind. Wahrscheinlich wird es auch so sein, wie ja die Studien schon gezeigt haben, für diese Kreuzimpfungen, also wenn man zwei verschiedene bei erster und zweiter bekommen hat, dass das dann sogar besser ist. Also von daher ist das... Aber das hat ja keiner gesagt, Herr Ulis, verstehen genau, Sie? Genau, deswegen... Das war ja sehr, nicht sehr die unmöglich. Kommunikation. Genau, also da würde man auch sagen, also die Kommunikation, das hätte man vielleicht stringenter und besser machen können. Gerade auch jetzt in dieser Situation, wo wir die Menschen ja wieder dazu bewegen wollen, sich nochmal boostern zu lassen. Gerade auch die, die nur einmal geimpft worden sind, nämlich mit dem Johnson & Johnson-Impfstoff. Das ist ja auch noch ganz wichtig. Denn bei den Menschen ist da zu erwarten oder zu befürchten, dass das da schon sehr viel schneller nachgelassen hat in der Schutzwirkung. Mhm. Frau Münzermann. Ja, ich bin keine Ärztin, aber wir haben am Wochenende, denn das kam ja schön Freitagnachmittag, das ist ja sowieso unklug für politische Kommunikation, einen Brief zu schreiben, der dann über das Wochenende breitgetreten wird, den keiner richtig gelesen hat, aber alle sprechen drüber. Die Hausärzte, wo wir angerufen haben, waren outraged, sagt man im Englischen. Die waren so sauer. Und fassungslos. Fassungslos. Genau. Und die Verknüpfung, das hätte man sich einfach sparen müssen. Von wir haben nicht mehr so viel auf Lager, was stimmt. Also das ist eine Tatsache. Mit dem Auslaufen des Moderna-Impfstoffs im Frühjahr, das ist nicht nur unglücklich, das ist schlicht schlecht gemacht. Und, Herr Merz, Sie als politischer Vollprofi, wie kann sowas passieren? Solche Fehler passieren jedem von uns. Es sind aber in der Pandemie. Häufig? Naja, also ich hatte gestern Abend in der ARD eine interessante Sendung in den Tagesthemen dazu gegeben und einen interessanten Kommentar eines Kollegen von Ihnen, der gesagt hat, wer fragt eigentlich nach, wenn er gegen Tetanus geimpft wird oder gegen eine normale Grippe geimpft wird, wer der Hersteller ist. Wir haben uns doch mittlerweile auf diese Diskussion von diesen Herstellern in einer Art und Weise kapriziert, die doch mittlerweile einigermaßen irrational ist. Ja, aber also, die ist doch da. Also wenn man das doch weiß aus Frau Münzermann, das stimmt ja. Das ist ich zitiere ja nur mal Kollegen von Herrn Lanz, Herr Merz, es gibt sogar noch einen weiteren Aspekt, da haben Sie völlig recht. Also wenn man sagt, Herr Ulrich, korrigieren Sie mich, wenn ich Quatsch erzähle, also wenn wir uns gegen Hepatitis oder auch Tetanus oder was auch immer impfen lassen, die klinischen Studien zu diesen Impfungen waren, glaube ich, deutlich weniger ausführlich als die Studien, die wir zu Corona-Impfungen gemacht haben. Wir haben eine super Studienlage und wir verfolgen es ja auch parallel. Also eine super Studienlage zu Corona-Impfungen, zu Messenger-RNA. Genau. Richtig. Ja. Richtig. Und das, also da ist viel Irrationalität im Spiel. Ne? Da hat Herr Merz natürlich recht und der Kollege, der das so kommentiert hat, auch recht. Aber das andere ist politische Kommunikation. Ja, aber deswegen würde ich mal uns allen raten, mal auch in den Emotionen da ein bisschen runterzukommen und mal über das Ziel zu sprechen, das wir alle gemeinsam haben sollten, was wir aber offensichtlich in dieser Gesellschaft nicht uneingeschränkt haben, dass wir nämlich unverändert an dem Ziel festhalten, so schnell wie möglich und so viel wie möglich zu impfen. So. Und das ist doch der eigentliche Punkt, über den wir heute sprechen müssen. Wie schaffen wir das? So, Weihnachten dass da steht vor der Tür. Irritationen entstanden sind in der letzten Woche, ist unbestritten. Ich habe das von meinem Hausarzt auch gehört, der sich darüber zu Recht auch erregt hat. Aber jetzt müssen wir doch mal sehen, dass wir das so schnell wie möglich in den Griff bekommen. Und wir haben hier angefangen, über die Frage zu diskutieren, Impfpflicht ja oder nein. Mhm. Ich habe meine Punkte gemacht dazu und sage noch mal, jetzt bitte so schnell wie möglich, so viel wie möglich und auch
jetzt wirklich konsequent gegen diese Corona-Leugner und Impfgegner mal etwas unternehmen. Es ist jetzt gut mit Toleranz und allem Rücksicht nehmen, was wir da in den letzten Wochen und Monaten immer gemacht haben. Sie sagen es jetzt schon zum wiederholten Mal, es ist jetzt Schluss mit Toleranz. Aber was folgt denn für Sie daraus? Wenn ich Sie frage, sind Sie dann bereit, eine Impfpflicht anzusagen? Sagen Sie, da muss ich drüber nachdenken. Doch, nein. Das ist juristisch schwierig. Schließe ich nicht aus, aber ich schließe es auch nicht wirklich jetzt. Also, ob das Verfassungsgericht das trägt oder nicht, das ist nicht mein Thema. Der entscheidende Punkt ist doch, wie setzen wir das denn jetzt heute durch? Und gibt es vielleicht Möglichkeiten, es schneller und besser zu machen? Das? Deswegen habe ich doch hier gerade auch ganz zu Beginn der Sendung den Vorschlag gemacht, ganz konsequent 2G und nicht mehr zu akzeptieren, dass es davon irgendwelche Ausnahmen gibt. Aber Sie wollen keine Impfpflicht. Sie scheuen sich davor, eine Impfpflicht. Es ist faktisch eine Impfpflicht, die wahrscheinlich viel schneller auch durchgesetzt werden kann als ein Gesetz, das uns zur Impfung verpflichtet. So, und dann ist doch genau so, wie er gerade gesagt hat, wie geht das denn dann? Dann klingelt bei mir jemand und stellt die Frage, Polizei, Ordnungsamt, Staatsanwaltschaft fragt nach, Herr Merz, sind Sie schon geimpft, ja oder nein? Und dann sage ich, das geht Sie nichts an. Was geht denn, wie geht das denn dann weiter? Also Sie sind dagegen? Nein, ich bin dafür, dass wir es faktisch durchsetzen, dass diese Impfpflicht gemacht wird. Und erinnern Sie sich mal ans letzte Jahr. Was soll das heißen, Herr Merz? Klare politische Kommunikation. Ja, Sie sind dafür, dass wir es faktisch durchsetzen, sind aber gegen eine Impfpflicht. Ich bin dafür, dass wir eine Impfpflicht faktisch durchsetzen. So, und faktisch durchsetzen heißt 2G. Ganz konsequent 2G. Das ist aber keine Impfpflicht, doch, Herr Merz. Das ist die Impfpflicht. Nein, das ist ein weiterer Versuch, das böse Wort Impfpflicht sozusagen großräumig zu umfahren und wollen aber gleichzeitig auf eine Impfpflicht hinaus. Herr Ulrichs, ist 2G für Sie eine Impfpflicht? Ja, also es kommt darauf an, wo flächendeckend das überall umgesetzt wird. Aber ob man dann wirklich auch die ganzen Menschen erreicht, die jetzt also stringent gegen eine Impfung sind, also sich also von vornherein verwehren, auch gegenüber jeglicher rationalen Begründung und Herleitung, das steht noch dahin. Also vielleicht könnte man eine Brücke bauen. Also viele Menschen, vielleicht auch zum Beispiel Frau Wagenknecht, würden sich ja schon impfen lassen, wenn sie eine Alternative hätten zu den angeblich noch nicht gut untersuchten, jetzt gerade 4 zugelassenen Impfstoffen gegen das Coronavirus, nämlich zum Beispiel mit einem Totimpfstoff. Und dieser von der Firma Novavax, der wird ja jetzt demnächst zugelassen werden. Das heißt, da könnte man dann sagen, guck mal hier, also das wäre jetzt eine Alternative. Klar. Nach konventioneller Methodik. Alles gut. Würde gehen. Ich weiß, verstehe ich alles. Frau Milborn, dauert aber auch alles. Wir sind doch jetzt in einer Situation, wir müssen doch jetzt handeln. Jetzt. Na, erstens schnell. Mal dauert Sie das. Noch also 2G. Wenn sich alle heute impfen lassen, dann dauert das mehr als 4 Wochen, bis die alle geschützt sind. Also das bringt uns aus dieser Lage nicht raus. Und Herr Merz, wenn Sie sagen konsequent 2G, ich sehe den Unterschied nicht zur Impfpflicht, die diskutiert wird. Weil in keinem Land Europas, auch nicht in Österreich, wo jetzt eine ausgerufen wurde, niemand denkt daran, Menschen aus ihren Häusern zu zerren und ihnen eine Nadel in den Arm zu rammen. Das geht ja nicht. Also das geht in keinem Land Europas, sondern es geht darum, darfst du dorthin, wo andere Menschen auch sind, ungeimpft? Genau. Das ist das, was Sie mit konsequent 2G meinen. Mhm. Das ist aber das, was eigentlich Impfpflicht bedeutet. Impfpflicht bedeutet, dass man dort nicht hin kann. Es ist sogar nicht die Frage, ob man das am Arbeitsplatz überhaupt vorschreiben kann und Menschen ihren Lebensunterhalt nehmen. Es ist die Frage, was tut man mit Menschen, die unkündbar sind, zum Beispiel Beamtinnen, Beamte, wenn die dann sagen, ich mache das nicht. Was macht man dann mit denen? Gehen die dann spazieren? Ja. Das sind die Fragen, die sich jetzt stellen. Aber dieses Schreckgespenst, dass Sie sagen, Impfpflicht bedeutet, Menschen zwangs zu impfen mit der Nadel in den Arm und körperlicher Gewalt, das wird nirgendwo diskutiert. Das funktioniert nicht in Europa. So, das ist doch genau mein Punkt. Deswegen können Sie doch ruhig sagen, Impfpflicht zu dem, was Sie da vorschlagen. Wir haben das im letzten Jahr hier diskutiert mit Impfpflicht durch die Hintertür. Ja? Und das haben alle abgelehnt. Ich bin ums Mal hier auf den Blick zurück. Ich weiß, Dinge, Sie haben doch selber gerade für sich in Anspruch genommen, sich korrigieren zu können. Ja. So. Und an dem Punkt müssen wir es doch auch korrigieren. Ich meine, 2G, Frau Milborn sagte vorhin was ganz Interessantes. 2G hatten wir, hat nicht funktioniert. Es war ja nur eine Woche, 2G. Genau, also aber was haben Sie da in Österreich für Erfahrungen gemacht mit 2G? Vielleicht wäre das eine Idee, aber wie hat das funktioniert? Es ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren, ist die Erfahrung. Also die Polizei hat in dieser Woche 170.000 Mal kontrolliert, ob die Leute ihren Impfpass oder ihren genesenen Status mithaben. Das ist eine große Zusatzbelastung und trotzdem erwischt man nur sehr wenig davon. Und wenn alle auf der Straße unterwegs sind, dann ist es schwierig, in jedem Geschäft zu kontrollieren, in jedem Restaurant zu kontrollieren, überall in der Öffentlichkeit zu kontrollieren. Sehr, sehr schwer. Deswegen jetzt der Lockdown für alle, weil es einfach eine Bremse braucht. Jetzt bei der Impfpflicht wird diskutiert, dass Verwaltungsstrafen verhängt werden. Da ist die Rede von ungefähr 3.000 Euro, 3.600 Euro. Das tut richtig weh. Was richtig weh tut, das führt dann natürlich auch zu Haftstrafen, wenn es jemand nicht zahlt. Also das ist schon empfindlich. Wahrscheinlich auch
mehrfach, weil sonst könnte man sich ja einmal freikaufen. Und man sieht jetzt schon, dass das eine Auswirkung hat. Also es gehen Leute impfen, es waren noch nie so viele Erststiche wie in der letzten Woche. Das sieht sehr gut aus. Haben Sie das in Österreich jetzt eingeführt? Ist jetzt in Österreich eine Impfpflicht gesetzlich eingeführt? Nein, die ist jetzt vorgeschlagen und ab 1. Februar soll sie gelten. Bis dorthin wird das ausgestaltet. Der Lockdown gilt seit gestern, die Impfpflicht kommt im Februar. Ab 1. Februar bis dahin wird das ausgestaltet, aber so richtig weiß es niemand. Also diese Fragen sind offen. Ich habe ein bisschen den Eindruck, die Politik wünscht sich, dass bis dahin eine Impfquote erreicht wird, wo die nicht mehr notwendig sein wird und das ihnen erspart, das wirklich durchzusetzen. Weil so einfach ist es nicht. Ein Teil lässt sich durchaus... Die bisher faul waren, die sich gedacht haben, ich warte auf einen anderen Impfstoff und so, die gehen jetzt mal impfen, ohne ihr Gesicht zu verlieren. Es gibt aber einen Teil, der totale Impfgegner sind. Mhm. Die werden das nützen, um ihre Agenda zu treiben, um das nicht zu zahlen, ins Gefängnis zu gehen und so weiter. Nicht aber gefährlich. Und dann gibt es noch einen Teil, gerade um das fertig zu führen, es gibt noch einen Teil, die haben einfach Angst und viele offene Fragen. Und die muss man, wenn man schon eine Impfpflicht macht, parallel erreichen und ihre Fragen beantworten. Ja. Und das geschieht zu wenig, sowohl in Österreich als auch in Deutschland, wenn ich das beobachte. Wir haben so eine Sendung gemacht mit Zuseherfragen zur Impfung und Ärzte antworten und Ärztinnen. Und das war unglaublich, wie viele Fragen offen sind. Die Leute bekommen keine Antworten darauf und da nützt eine Pflicht dann auch nichts. Also da braucht es eine ganz andere Methode der Impfkampagne, der Kommunikation, damit man an die drankommt, die unsicher sind, aber noch erreichbar. Frau Münzermann, Sie wollten gerade... Ja, es ist schon irre, was wir für Trostszenarien. Also ich finde das ganz schön, dass man sagt, wir setzen das im Februar an. Wir hoffen aber, dass wir es vorher irgendwie schaffen. In Deutschland hatten wir ich bin überzeugt, dass das genauso ist. In Deutschland hatten wir bis vor kurzem die Diskussion, ob Arbeitgeber überhaupt fragen dürfen, ob die in ihr Büro kommen, geimpft sind oder genesen sind oder die mussten sich auch nicht testen lassen. Also ich will sagen, der Sprung in der Diskussion ist schon sehr, sehr enorm. Aber da sind wir schon weit drüber zum Beispiel. Also bei uns gilt schon länger 3G am Arbeitsplatz, und zwar mit PCR-Test in Wien. Mhm. Das heißt, der Arbeitgeber ist verpflichtet, das zu kontrollieren und auch zu kontrollieren, ob die nicht geimpft sind, dass sie jeden Tag einen Test mit haben. Wären also gute Möglichkeiten gewesen, auch im Spätsommer. Und Herr Ulrich, zum Schluss, Entschuldigung. Ja. Also ich wollte nur ganz kurz noch sagen zu dem... Und beantworten Sie gleich noch die Frage nach den Aussichten für die nächsten Wochen. Ja, genau. Weihnachten steht vor der Tür. Genau, das ist wieder dieses grauenvolle Déjà-vu. Wir stehen da wieder. Weihnachten fällt möglicherweise ins Wasser. Die Frage der alten Leute in Pflegeheimen, in Altenheimen. Sie haben das Thema, glaube ich, privat ja auch. Das zerreißt einem doch das Herz, wenn man das sieht. Allerdings. Also die Sache ist ja die, mit der Impfpflicht, wenn wir sie jetzt diskutieren, wann wir sie einführen, 1. Februar in Österreich, das kommt eben für die jetzige vierte Welle einfach zu spät. Damit kriegen wir das nicht mit der Kurve sozusagen runter, sondern wir müssen jetzt eben Kontaktbeschränkungen machen. Also vernünftigerweise, auch wenn das noch nicht von der Politik eingeführt worden ist, jeder für sich, dass man das wirklich genau überprüft, was muss sein und wo kann ich möglicherweise darauf verzichten. Das ist das eine. Und bei der Impfpflicht, da würde man sich dann fragen, jetzt sind die Stimmen alle laut, die sagen, ja, wir brauchen unbedingt eine Impfpflicht, weil jetzt ja der Druck auch da ist mit der vierten Welle. Aber was machen wir, wenn der Zustand eingetreten sein wird, den der Herr Spahn ja schon angekündigt hat? Entweder geimpft, genesen oder gestorben. Das heißt, wenn die Welle wieder runtergeht Richtung Frühling, der Druck nicht mehr da ist, wie das dann mit der Impfpflicht und ihrer Durchsetzungsmöglichkeit ist in der Gesellschaft, denn das ist ja dann so, dann hat man tatsächlich den Eindruck, und der ist auch begründet, dass die Sache jetzt langsam zu Ende geht, dass wir aus der Pandemie rauskommen und dann eben auch in einen einigermaßen stabilen Zustand rübergehen, weil wir eine Grundimmunität in der Bevölkerung haben werden. Dann ist die Frage der Impfpflicht ja nochmal ganz neu zu bewerten. Natürlich wollen wir, dass das nicht wiederkommt und dass wir eben diese Grundimmunität auch behalten. Wir müssen dann eben abwarten, wie das mit der Boosterimpfung Impfung funktioniert. Eine theoretische Frage noch zum Schluss. Ich frage mich manchmal, warum wir nicht ein bisschen pragmatischer sind in diesem Land. Das verstehe ich nicht. Warum kann man nicht einfach sagen, es geht doch um die Älteren, um die sogenannten vulnerablen Gruppen. Das sind die, die in allererster Linie leider auf den Intensivstationen landen. Warum sagen wir nicht Impfpflicht über 60? Das sind 3 Millionen Leute. Die zu organisieren und zu kriegen, das kriegt man in weniger Zeit hin, jedenfalls, als den ganzen Rest. Naja, und dann legt man sich mit Menschen über 60 an, aber mit allen anderen nicht, was auch nicht unwichtig ist in dem Zusammenhang. Warum kann man es nicht so machen? Pragmatisch müsste jetzt gerade sein, Kontakte reduzieren. Ganz pragmatisch, um diese vierte Welle zu brechen. Das ist aber Lockdown. Das wäre der Lockdown, ganz genau. Und man muss eben dahin gehen, vor allen Dingen mit den Maßnahmen, wo die meisten Übertragungen stattfinden. Das ist eher in den jüngeren Altersgruppen der Fall. Wenn wir mittelfristig eben eine Lösung haben wollen, dass die älteren Menschen nicht mehr so schnell
sich infizieren, erkranken davon anteilig und dann auf die Intensivstationen kommen, dann muss man in der Tat sehen, dass man da den Impfschutz vervollständigt. Und da kann man nur immer noch für werben und dann möglicherweise diskutieren, wie das denn wäre für eine entsprechende Impfpflicht. Aber auf jeden Fall. Ja, oder auch nicht. In dem Moment, wo das Gesundheitssystem nicht mehr überlastet ist, ist es doch die individuelle Entscheidung eines jeden Einzelnen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Richtig, aber man sollte nicht es den Leuten überlassen, die in dem Gesundheitswesen arbeiten. Also das ist noch mal was anderes. Das Pflegepersonal und das medizinische Personal, die sollten auf jeden Fall geimpft sein. Das ist ungefähr so, wie wenn ein Operateur in den OP geht und hat sich nicht die Hände gewaschen. So ungefähr ist das, wenn ein Ungeimpfter im Pflegebereich oder sonst wo in der Medizin tätig ist. Und also das kann man ja vielleicht schon mal als erstes in Angriff nehmen. Und das, was Sie gerade erwähnt haben, das Nächste, also dass man dann sich ansieht, wie man das Ganze sicherer macht, das sind auch Diskussionen, die wir führen müssen, auch mit Blick auf die Zeit nach der akuten Phase dieser Pandemie, wie es dann weitergehen wird, wie wir dann in einen sicheren und wieder normalen Zustand zurückkommen. Okay.